Willkommen bei Psychologie und Wissenschaft. Es geht in dieser Videoreihe darum, hat die Ernährung Einfluss auf die Depressionen? Wir sind jetzt dabei angekommen, dass wir wirklich um das Thema Depression uns beschäftigen können. Also wir gehen jetzt konkret in die psychiatrischen Störungen ein. Was können wir letztendlich tun? Nein, eine Ernährungsumstellung reicht natürlich nicht aus, um deine Depressionen zu stillen, um sie zu bekämpfen, also um sie letztendlich komplett zu heilen. Dazu benötigt es einfach noch weitere Kofaktoren. Und wichtig zu wissen ist, ja, die Ernährung ist ein Kofaktor bzw. ein Faktor, der helfen kann, letztendlich eine Depression zu reduzieren, sie nicht aufkommen zu lassen und so weiter. In dieser Videoreihe, die du unten auch in der Videobeschreibung finden kannst, das sind zwei Videoreihen. Jetzt geht es gerade darum, ganz besonders auf die Depression zu achten bei den Videos. Aber es gibt auch eine allgemeine Videoreihe, die noch umfangreicher ist und noch mehr für dich bietet. Wie ernährst du dich am besten, um nicht psychiatrische Störungen zu bekommen? Sehr gutes Deutsch. Also, heute geht es darum, probiotische und präbiotische Mittel gegen Depressionen. Also, wir haben ein Darmmikrobiom. Wenn du die Videoreihe dir anschaust, dann wirst du viel darüber hören. Deswegen werde ich da nicht so sehr darauf eingehen. Wenn wir dieses zurücksetzen, wenn wir deinen Darm etwas heilen können, dann hat das sehr viel damit zu tun, dass du deine Depression wieder in den Griff bekommen kannst oder deine Stimmung in den Griff bekommen kannst, wenn du dein Darmmikrobiom heilen kannst. Das kannst du tun, unter anderem durch eine gesunde Ernährung im Allgemeinen. Du kannst aber auch probiotische Lebensmittel konsumieren. Das sind lebende Bakterienstämme, die deinen Darm letztendlich fördern, die gut für dein Gehirn letztendlich sind. Denn der Darm kann über den Vagusnerv mit deinem Gehirn kommunizieren. Das Bakterium, das immer wieder im Fokus ist, ist das Lactobacillus-Bakterium. Und dieses steht in Verbindung mit den Depressionen. Kann eine Depression bei Hinzugabe durch Präbiotika letztendlich heilen? Viele Präbiotika haben letztendlich auch dieses Bakterium einfach mit drinnen. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst oder dich dafür entschieden hast, Präbiotika zu dir zu nehmen, dann schau ganz besonders auf dieses Präbiotika in der Inhaltsangabe. Präbiotika sind Nährstoffe für nützliche Bakterien. Diese Bakterien sind bereits in deinem Darm und deine Bakterien müssen letztendlich gefüttert werden, damit sie letztendlich auch ihre Aufgaben erfüllen können. Deswegen ist es so schlecht, wenn du schlechte Ernährung praktizierst, dann fütterst du eben die schlechten Bakterien, die dann eben dominieren. Darum geht es letztendlich in der Kurzfassung. Für die Wirkung von Präbiotika benötigt es präbiotische Nährstoffe. Präbiotika bauen Probiotika, so rum, bauen Präbiotika ab und bilden kurzkettige Fettsäuren, die Darmentzündungen reduzieren, Krebszellen zerstören, das Wachstum von gesunden Zellen eben letztendlich fördern. Und probiotische Präparate, mein Gott, diese Sprache, reduzieren nachweislich auch den Cortisolspiegel. Cortisol ist letztendlich wirklich das, was uns diesen Stresszustand verursacht. Das heißt, wenn du jetzt Stress erlebst, Stress erleben wir meistens dadurch, dass wir die Dinge im Außen einer bestimmten Bewertung geben. Deswegen ist es ja auch so, dass die eine Person Stress erlebt in Situation XY und die andere Person B in der Situation XY eben keinen Stress erlebt. Ganz wichtig ist es natürlich auch dann, in solchen Ansätzen zu denken. Es geht nicht nur darum, seine Ernährung umzustellen, dafür plädiere ich nicht, sondern es geht auch darum, wie bewertest du die Dinge im Außen. Cortisol entsteht dann, wenn du die Dinge im Außen als Gefahr bewertest, wenn du diese als Stress empfindest, wenn du das als, wenn du diese, das ist das, was immer wieder vorkommt, dieses Katastrophisieren der Dinge. Und die Studien haben gezeigt, dass probiotische Präparate letztendlich diesen Cortisolspiegel auch reduzieren. Deswegen ist es auch so extrem wichtig, dass du dich auch gesund ernährst, wenn du deine Depression letztendlich auch bekämpfen möchtest. GABA, dazu habe ich auch ein extra Video, das werde ich hoffentlich in die Videobeschreibung mit reinmachen, wenn ich es nicht vergesse, weil da sind schon so viele Videos, aber doch, das werde ich natürlich tun. In der Videobeschreibung schaust du noch dir das Video gerne an. Also du klickst auf das Video drauf und guckst es dir dann an. Das Video über GABA, es geht auch nicht lange. Und GABA ist ein Marker, wo du nachweisen kannst, ob du psychiatrische Störungen nicht unbedingt hast. Aber GABA ist ein guter Indikator dafür, dass also durch die Erhöhung durch GABA kann letztendlich die Depression auch ein wenig gemildert werden. Und da haben wir letztendlich auch
ein Zusammenhang zwischen diesen Darmbakterien und GABA. GABA befindet sich meistens im Gehirn. Lebensmittel mit freundlichen Kleinstlebewesen, also probiotische Quellen, sind beispielsweise Joghurt mit lebendigen Kulturen, ohne Zucker. Achte darauf, Zucker, das wird das nächste Video sein, ist eines der stärksten Depressionsbeschleuniger letztendlich, was die Ernährung angeht. Wirst du im nächsten Video dann auch sehen, wenn du dir das anschauen möchtest. Tempeh, Miso, Natto, Sauerkraut, Kefir, Kimchi, Kombucha, Buttermilch, die Käsesorten, die du hier aufgelistet siehst. Also diese Lebensmittel kannst du alle konsumieren, um deinen Darm letztendlich ein bisschen aufzubauen. Bohnen, Hülsenfrüchte, Hafer, Bananen, Beeren, Knoblauch, Löwenzahn, Spargel und Tobinambur. Und das sind nur natürlich ein paar Beispiele. Ich werde letztendlich auch eine PDF noch erstellen, ganz am Ende der Videoreihe, wo ich das nochmal genauer aufliste. Und diese PDF in Form eines, sagen wir mal, Buches ist für dich natürlich kostenlos, so wie diese Videos hier. Probiotische Lebensmittel können auch andere Krankheiten letztendlich heilen. Da können wir aber nicht zu sehr jetzt darauf eingehen. Probiotische Lebensmittel haben wirklich sehr, sehr gute Eigenschaften, um letztendlich deinen Darm aufzubauen. Und der gesunde Darm fördert natürlich deine gesamte Gesundheit. Besonders Menschen, die Medikamente nehmen, haben oft einen sehr, sehr ungesunden Darm. Deswegen ist es hier wichtig, auch zu schauen auf die Ernährung, damit wenigstens die Organe ein wenig Entlastung finden. Das war dieses Video und ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau dir gerne das nächste Video an und wir sehen uns hoffentlich bald. Ciao, ciao!